Es wäre der Formel-1-Hammer des Jahres. Michael Schumacher kehrt im Silberpfeil zurück auf die Rennstrecke. Nach Bildinformation fehlt nur noch die Unterschrift. Und das sagen die DTM-Kollegen. Ja, ich glaube, wer den Michael ein bisschen kennt, der weiß, wie ehrgeizig der Michael ist. Und es gibt keinen Rennfahrer auf dieser Welt, den ich ehrgeiziger einschätzen würde als den Michael Schumacher. Ich habe ihn einige Jahre erlebt als Kollege in Anführungszeichen bei Weber Management und habe gesehen, was er für Ziele an den Tag setzt. Und wenn man das ein bisschen mitbekommen hat, dann glaubt man auch, dass er jetzt bei dem Comeback es nochmal schaffen kann. Ich kenne den Michael nicht ganz so gut, aber ich würde ihn fast schon einschätzen, dass er irgendwo schon den Reiz hat, das nochmal zu probieren. Und auf der anderen Seite weiß er natürlich, es ist mit extrem viel Risiko verbunden, das Ganze nochmal anzupacken. Ich denke mal, er hat den Biss auf jeden Fall, ist schon weißer, der Schumacher. Aber nach so einer langen Pause jetzt nochmal einzusteigen und direkt vorne mitzufahren, ist natürlich schwierig, das weiß er selber. Und er weiß sicherlich auch, dass er damit einiges aufs Spiel setzt und auch an seinem Ruf einiges verloren dran gehen kann. Er ist mit Sprit im Blut geboren und so wird er auch bleiben, bis es irgendwann hoffentlich in sehr langer Zeit am Ende werden. Ich sag mal, als ich 12, 13 Mal Go-Kart gefahren bin, war gerade die Blütezeit von Michael Schumacher, als er in die Formel 1 kam und erfolgreich war. Und von daher ist schon ein Idol. Und ich glaube, wenn er es macht, dann wird er es auch sehr, sehr gut machen. Michael Schumacher zurück in der Formel 1. Offenbar fehlt auf den Mercedes-Verträgen nur noch Schumis Unterschrift. Fahrersitz ist noch frei bei Mercedes und die Gerüchteküche kochte hoch, dass Michael Schumacher diesen Platz einnehmen könnte. Norbert Haug tritt auf die Bremse und bittet um Geduld. Ganz klar ist, dass man mit den Spekulationen leben muss. Wir haben jetzt vor einer Woche bekannt gegeben, dass wir mit dem Mercedes-Silberpfeil-Werksteam an den Start gehen. Jetzt eine Woche später die Verpflichtung von Nico bekannt gegeben. Ich kann nicht versprechen, ob es nur eine Woche dauert, bis wir die nächste Neuigkeit haben. Es wird wahrscheinlich länger dauern, aber ich verspreche, dass wir das so schnell wie möglich an die Öffentlichkeit bringen, sobald wir dazu in der Lage sind. Noch sind wir es nicht und dafür bitte ich um Verständnis. Das Rennen ist gewonnen, wir alle atmen auf.